Nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause hatte die Bruderhausdiakonie Reutlingen am Sonntag wieder zu ihrem traditionellen Jahresfest auf dem Gaisbühl geladen. Auf dem gesamten Gelände gab es dabei vor allem für Kinder viele Angebote, beispielsweise die Möglichkeit zum Catcar-Fahren, diverse Bastel- oder Schminkangebote oder andere spaßige Aktivitäten wie diese Fußballzielscheibe. Beim entspannten Bummel über den Einkaufsmarkt konnten die Erwachsenen dann Angebote und Produkte aus den Werkstätten und Einrichtungen kaufen oder auch Bioprodukte vom Hofgut Gaisbühl erwerben. Pausieren war dann entweder im Festzelt mit Musik, im Gemeinschaftshaus bei leckerem Kuchen oder im Gartencafé Gaisbühl möglich. Des Weiteren wurden auch die Werkstätten der Bruderhausdiakonie geöffnet und boten den Besuchern so einen spontanen Einblick.